Hallo und herzlich willkommen zurück bei Xenoblade Chronicles. In der letzten Folge haben wir ein bisschen storytechnisch weitergemacht, durften auch mal kurz als Fiona spielen, die kleine Bruder von... Die kleine Schwester, sorry, Alter. Bin ich gerade komplett durch. Wie hießen sie nochmal? Moment. Die ist bestimmt im Ding drin. Moment, wo kann ich denn... Gebietsliste, Kolonie 9... Ne, teleportieren will ich mich nicht. Harmoniediagramm, hier. Die Harmonie der Gruppe. Hier, Fiora. Aha. Okay. Sie ist die kleine Schwester von diesem Typen, der am Anfang des Manato geführt hat. Den wir in der ersten Folge kennengelernt haben. Naja, ihr wisst schon, glaube ich, wen ich meine. Auf jeden Fall... sind wir dann hier gewesen und Ryan kam auf die gute Idee, mal das Manado anzufassen hier. Manado? Manato? Weiß ich nicht. Naja, außerdem, auf jeden Fall ist es außer Kontrolle geraten, wie man hier unschwer erkennen kann. Und danach wollte Shulk es wieder zurück auf seinen Platz bringen und hat wohl, ohne es zu wissen, eine Fähigkeit ausgelöst, in der er, glaube ich, Visionen von der Zukunft gesehen hat. Aber naja. Wir schauen jetzt weiter, weil wir mit Ryan hier auf eine Patrouille gehen, auf die zu dir verdonnert wurde. Hast du auch nichts vergessen? Die Tafrohöhle ist gefährlich. Ihr müsst gut vorbereitet sein. Kann ich mich nicht einfach... Moment. Kann ich hier den hier machen? Ich will mal wissen, wie die Schnellreise funktioniert. Und es geht doch relativ schnell. Der Name Schnellreise kommt also ihrem Namen gerecht. In der Nähe des Geschäftsviertels treiben sich Hunter-Hasids herum. Sie stellen für unsere Kolonie eine echte Bedrohung dar. Könntet ihr euch vielleicht um das Hasid-Problem kümmern? Na, vielen Dank. Ja, wir sollten vielleicht heute ein paar Monster platt machen. Und ein paar dieser Missionen starten, weil ich weiß nicht, wie viele wir davon machen können. Krabbel besiegen. Ach, der hat mehrere. Ja, das ist auf dem Tefra-Plateau. Würdet ihr den Holz-Hasids von mir eins auf die Nase geben? Wunderbar. Alter, der Typ hat so viele. Ihr wisst doch sicher, wie leichte Mücks aussehen, oder etwa nicht? In der Nähe vom Abwehrgeschütz 1 schwirren sie zuhauf umher. Leider suchen sie uns auch ab und zu in der Kolonie heim. Könnt ihr nicht ihre Population ein wenig dezimieren? Danke, er hat endlich mal genug. Meine Großmutter braucht zwei Stücke, sagt sie. Angeblich braucht sie welche zum Sticken. Helft ihr mir, sie zu besorgen? Zwei Flederzähne. Tausend Dank. Viel Glück bei der Suche. Und passt gut auf euch auf. Na, dann werden wir heute mal ein paar Monster schlachten gehen. Unsere Gruppen Level erhöhen und Materialien sammeln, würde ich sagen. Könnt ihr Mauer Windley in Ruinen von McMally besiegen? Wurde fast gefressen von böser Mauer Windley. Dachte, letztes Stündlein wurde geschlagen. Machen wir doch. Schlag Monster auf Kopf drauf. Natürlich mache ich das. Mich interessiert es jetzt. So, das geht so. Einfach hinreisen. Das ist halt echt sehr schnell. Also ich glaube, in diesem Game werde ich wahrscheinlich die Missionsdinger hier öfter benutzen. Die Schnellreise funktioniert mal nicht. Noch nicht verfügbar. Naja. Schuss auf den Sternenhimmel. Ah, weil wer tot ist. Okay. Okay, gut zu wissen. Dann einfach, wo müssen wir jetzt lang? Ach du Kacke, wir müssen extrem weit weg anscheinend, hä? Naja. Muss ich euch hier besiegen oder nicht? Ne, die Dinger hier müssen wir sammeln. Okay. Mission erfüllt. Etwas niedliches schenken. Du hast die Bitte des Bewohners erfüllt. Seine Nichte hat sich selber das Geschenk gefreut. Muss ich die Blauen hier besiegen? Ja. So, der ist down. So. Genau mit dem. So.
den anderen hier. Den hier. So. Komm da mit dem. So, einfach mal die Leute hier besiegen. Ah, schade. War ich zu langsam. So. Down mit dem. Ach du... Moment mal. Wir müssen erstmal mal Ausrüstung gehen. Hier. Das wollte ich ja machen. Stufe aufgestiegen. Stufe 6 sind wir jetzt. So. So. Gehen wir mal kurz aufs Missionsding. Besiegen wir mal ein paar kleine Dinger. Der ist gerade nicht da. Kaputte Uhr. Monstermission. Machen wir einfach das. Ah, in die Richtung aber auch weitergehen. Gut. So, einfach da mit dem. So. Einfach da mit dem. Komm, kleiner Muck, geh down. Einfach down nehmen. Down. Und in die Richtung, weil wir da hinten Dinge anscheinend haben. Ha? Ah, die sind unten, glaube ich. So. Können uns auch mehrere gleichzeitig angreifen? Weiß ich gar nicht. Gut. So, hier. Gut, zwei Truhen haben wir jetzt. Gucken wir einfach mal nach, ob wir hier unten irgendwas machen können, weil ich glaube, wir können auch unter die... Ah, die sind oben. Komme ich doch irgendwie lang? Weiß ich gar nicht. Ne, unten lang komme ich... Ich komme irgendwie anders runter, glaube ich. Aber nicht so, wie ich gerade unterwegs bin. So. Stufe 2 bist du. Aufleveln tue ich fast gar nicht. Das ist dann wahrscheinlich durch die ganzen Nebenaufgaben eher, dass ich auflevel. Na, mal gucken. Kleiner Muck. So. Ich sehe aber keine Dinge, Gegner, die ich besiegen kann. So. Gut, hier lang. Irgendwie sind hier zwei Dinge, aber ich glaube, die sind unter mir, oder? Ja, die sind unter mir. Naja, dann Missionshandbuch. In Bearbeitung. Monster. Ach, Kacke, scheiß drauf. Reisen wir einfach mal kurz wieder. In das Viertel kann ich gar nicht reisen. Ach, machen wir einfach jetzt Hauptquest-mäßig weiter. Kriegen wir vielleicht ein paar andere Sachen, wo wir weiter müssen. Oder einen Weg nach unten. Oh, hier ist ein Weg nach unten. Hm, dann gehen wir erstmal runter. Dann gehen wir hier lang. Schauen wir mal, ob hier ein paar Gegner sind, die wir besiegen müssen oder nicht.
Okay, die sind blau. Den fetten, da müssen wir besiegen. Die sind Level 3. So. So. Einzigartige Gegner sind um ein Vielfaches stärker als normale Gegner. Gelingt es dir, einen einzigartigen Gegner zu besiegen, ist dir eine hochwertige Beute gewiss. So. Gut. Einfach down, mein Freund. Schwanken. Gut, hier rein da. Halten wir mal mich. Halten wir uns mal mich. Okay. Kann ich dich nicht unterstützen, moralisch? Und erst down. Wie zum Geil kann ich das machen? Ach du Kacke. Kann ich nicht irgendwie retten oder so? Okay, er ist zu stark. Gut, so sieht es also aus, wenn wir drauf gehen. Gut zu wissen. Das heißt, den müssen wir von anders besiegen, wenn wir ein bisschen stärker sind. Zurück zum Reisepunkt beim Kampfunfähigkeit. Wenn die KP des Anführers durch einen Sturz oder einen Kampf auf Null sinken, wird der Charakter kampfunfähig. Die Gruppe wird dann zu dem Reisepunkt zurückgesetzt, den sie als letztes passiert hat. Hey, Köpfe hoch, Trophäe, okay. Gehen wir einfach mal nach unten und machen die kleinen Gegner weg. Ich kann einfach runter, oder? Ja, dann machen wir die Krabben. Gut, Chance. Gut. Wir müssen drei davon besiegen. So. Down. Chance. Zwei sind down. Dann noch einen. Dran, Krabbe. So, einfach down. Und da. Mission erfüllt. Du hast die Bitte des Bewohners erfüllt. Das Gebiet um Kolonie 9 ist etwas sicherer geworden. Mission erfüllt. Du hast die Bitte des Bewohners erfüllt. Die Forschung kann fortgesetzt werden. Ah, wir haben also Materialien gesammelt, die wir sammeln mussten. So, irgendwo da hinten doch. Wie lang können wir schwimmen, ist die Frage. Ah, blau heißt wahrscheinlich einfach. Dass es leichte Gegner sind, die wir besiegen können, oder? Schätze ich mal. Okay, wir können tatsächlich schon schwimmen. Wäre ich nicht erwartet. Sind hier Monster drin, die mich angreifen oder so? So, irgendwo hier hinten war ja die zwei Ausrufezeichen. Sind hier Monster im Wasser, bestimmt, oder? Okay, was ist hier? Was da hinten? Moment, das ist doch in der Wand, das ist eine Höhle. Ist hier drüben eine Höhleneingang oder so? Ein Ufer wäre hier. Ah, weil das ein komplettes Ding ist. Jetzt. Ich verstehe. Ich verstehe.
Okay. Einfach besiegen. Gut, hier. So. Die sind wohl ein bisschen stärker, wie es ausschaut. Gut, hier. Den hier. Und dann Chars benutzen. Bisschen erfüllt. Gut. Warum sind jetzt auf einmal so viele? Warum sind jetzt auf einmal so viele blaue Dinger? Ach, die greifen uns an. Level 5. Level 7. So, hier. Heal. Aufmuntern. Und den besiegen wir jetzt einfach. Bisschen erfüllt. Eine Rüstung anfertigen, besorge das Material, okay. Muss schon herkommen, Freund. Können wir im Wasser kämpfen? Ja, da hinten muss wohl unter Auge gehabt werden. Kinnhaken, okay. Da hinten. Ach, das ist ein starker. Ich möchte die Sachen einsammeln. Ich möchte die Sachen einsammeln. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ich muss mich mal heilen. So, Chance einfach benutzen. Ich habe aber fast keine Leben mehr. Kinnhaken. So. Gut, Alter, holy shit, um Haaresbreite. Wir gehen hier aus der Höhle raus. Die Dinger können wir nicht sammeln. Und der Typ, der hat uns gerade im Auge. Lass uns bitte in Ruhe. Danke. Das ist also so ein Gegner, der uns wieder fett besiegt, so wie der andere besondere Gegner. Naja. Das brauchen wir. Blaue Kette. Okay. Morgen Hortensie. Gut, dann neuer Ort. Und wir haben auf einmal alle Leben wieder. Und da ist schon wieder so ein Starker. Willst du mich verarschen? Da auch, Bro. Level 10. Soll ich hier schon sein? Ich glaube nicht. Ich kann nicht mal die Sachen einsammeln, wenn die uns einen anvisieren. Die sind noch zu stark. Können wir den einfach angreifen und besiegen? Ich denke schon. Ich glaube, den hier können wir schaffen. Gut, hier. Schoss. Gut, widerstanden. Okay, scheiße. So, seitwärts. Gut, hier. Mission erfüllt.
Hilf beim Schutz der Kolonie und besiegt das Monster. Okay. Okay, die sind noch zu stark für uns. Die da oben auch. Das heißt, wir können uns gleich wieder verpissen. Und es hat uns gesehen. Kannst aber auch weggehen, danke. Ich möchte nur noch... Ach du Kacke, das ist nicht mal was zum Einsammeln hier oben. Ja. Moment, kann ich mich nicht hierhin teleportieren? Hey, echt jetzt? Ich dachte, ich kann mich hierhin teleportieren. Also kann ich mich nicht gleich an jeden Ort, den ich kennenlerne, teleportieren. Müssen wir irgendwas Besonderes finden und die sind alle zu stark. Hier soll ich noch nicht sein. Und da erst recht nicht. Da soll ich erst recht nicht sein, wie man sieht. Müssen wir kurz dahin. Und nach unten. Nach dort lang. Oder? Ja, hier runter müssen wir. Nach dort unten. Und dort ist die Quest. Na, und jetzt wollte ich eigentlich diese Folge noch die Hauptmission weitermachen. Das machen wir vielleicht noch ein bisschen. Aber ich habe mich jetzt echt mit der Nebenmission einfach ein bisschen machen lassen. Weil ich glaube, man kann in diesem Game tatsächlich ein paar Nebenmissionen ausschließen, wenn man einfach zu schnell mit der Hauptstory ist. So, wer bist du denn? Hallo. Hallo, was gibt's? Kann ich euch helfen? Oh, das sind Kekse von meiner Oma, nicht wahr? Meine Oma ist ein Goldstück. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr sie seht, bitte richtet ihr meinen Dank aus. So. Die Frage ist halt, wie, wo, was wir lang müssen. Na, gehen wir einfach mal vor zum Haupttor und folgen einfach mal der gestrichelten Linie. Die hier müssen wir wahrscheinlich für... Ja, die müssen wir besiegen hier. Für irgendwas. Down. So. Aber dass die anderen, die ja außenrum hier sind, sich nicht einmischen, das wundert mich, ne? Alter, runter. So, ja gut, dann einfach weitergehen. Aber irgendwie sieht es so aus, als müssten wir woanders hin, aber der müsste ja wissen, wo wir lang müssen. Einfach hier. Aha. Hier. Ja. Wird hier auch nochmal angreifen. Die sind erfüllt. Die sind down. Naja. Aber was es mit diesen Viechern auf sich hat, weiß ich nicht. Brauche ich die noch für Quests oder so? Sieht nämlich so aus. Was wäre das für Quest wichtig? Quests. Weiß ich nicht. Einfach mal noch ein paar mitnehmen unterwegs. So. Gut. Wieso müssen wir schon wieder solche Gegner besiegen? Gut. Okay. Naja. Der da oben ist, scheint ein Stärkerer zu sein, ja. Aber wenigstens lasst er mich einfach in Ruhe. So. Level 5. Level 4 scheint jetzt zu gehen mit unserer jetzigen Kraftstärke. Aber Level 5 wird schon stärker.
Und je höher es wird, umso schwieriger ist es für uns. So wie das Gebiet unten. Angezeigt wurde uns rot bei Level 35 und höher. Aber ist ja natürlich klar, wir sind auch Level 7 erst. Aber naja. Warum haben manche dieser Dinger so ein Ding um sich drum? Weiß ich gar nicht. Weiß ich nicht. Und da vorne ist Handlung, also gehen wir da erstmal hin. Ach, hier geht's weiter. You forgot something. You will be needing the transport cases, right? Fiora. Ah. I'm coming along as well. I'd feel better going with you boys than sitting at home worrying about you. So, let's get moving. I knew she didn't trust me. Looks like it. Okay, jetzt sind wir zu dritt. Gruppenleiste. Die Leiste zeigt die Moral der Gruppe an. Sie füllt sich mit jedem kritischen Treffer und jeder Attacke, die einen Zeiteffekt erfolgreich auf den Gegner überträgt. Zusatzeffekt, sorry. Näher dich einem gefallenen Gefährten und drücke B, um ihn wiederzubeleben. Das Wiederbeleben eines Gruppenmitglieds verbraucht einen Balken der Gruppenleiste. Wenn die drei Balken der Gruppenleiste gefüllt sind, werden die Gefährten durch ein blaues Band miteinander verbunden und es kann eine Angriffskette gestartet werden. Wähle das Spezialtechnik-Symbol. Wechsle mit Ding Ding um... Ja. Gut. Okay, warum Herzen? Okay, die Mission, das haben wir noch nicht. Da können wir aber demnächst hin, glaube ich. Yes? Wenn ihr in die Höhle geht, könnt ihr einen Weidenhorsor besiegen. Die sind eine echte Plage, weil sie immer in Gruppen angreifen. Ja. Wenn ihr das schafft, wird die Tefra-Höhle etwas sicherer. Yes? Geht in die Tefra-Höhle, besiegt bitte die singenden Unkure. Diese scheußlichen Viecher sitzen direkt vor den Ruinen. Ja, vielen Dank. Passt gut auf, dass ihr nicht verletzt werdet. Yes? Wo wir schon mal dabei sind. Eine Bitte hätte ich noch. Ich möchte, dass ihr Mel-Exel für mich besiegt. Der Durchgang bei den Ruinen von Mel, Magmel wimmelt von ihnen. Selbst wir Truppensoldaten wagen uns kaum noch dorthin. Ihr habt Mut. Und denkt dran, ihr helft damit der Truppe von Kolonie 9. Gut, ich will es ja allerdings jetzt sagen. Ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge betreten wir diese Höhle. Ciao, euer Gladius.